Und es geht auch schon direkt weiter mit Zelda Link to the Past. Ja, wir erkunden nun die Stadt in der Schattenwelt. Was haben wir denn hier? Ja, komm. Auch wenn es teuer ist hier, kauf mir eins. Dann kann ich auch endlich wieder Rubine sammeln. Du geh weg. Du sollst weg. So. Was ist das denn? Ein Huhn? Das arme Vieh. Oh Gott. Da geht's ja hundertprozentig rein, oder? Geht's da rein? Aha. Was haben wir hier? Oh, warum ahne ich? Ich ahne es irgendwie, was da drin ist. Ich dachte, ich wusste es, ey. Oh Gott. Ey, leide ich unter chronischem Geldmangel? Manjo. Oh, was ist das denn für einer? Grrr. Ein Gewinnspiel? Und oh Gott. Kleines Spielchen gefällig. So, und hier gab es auch ein Herzteil. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich glaube hier. Hab ich recht? Hab ich recht? No. Okay. Also ich weiß, dass es hier ein Herzteil gibt. Nur ich weiß nicht, wo es ist. Okay, einmal noch. So. Ah. Cool. Cool. Und was haben wir hier? Okay. 60 Rubine für ein Herzteil, vollkommen in Ordnung. Und was haben wir hier noch? Ja, hier ist das vierte Tempelchen. Und wenn wir schon hier sind, machen wir auch gerade noch Glück gehabt. Das, was der uns geraten hat im Wald. Bumm. Ja, ich war jetzt kurze Zeit leiser. Denn wir haben jetzt einen neuen Gefährten. Nicht wirklich. So, und wenn ich jetzt die Flöte benutze, können wir mit ihm hinfliegen, wo wir wollen. Ich würde sagen, wo waren wir noch nicht? Hexe? Ja, okay, hole ich jetzt erstmal einen Zauber. So, dann einmal ganz hoch. Denn hier gibt es noch was zu holen. Das ich vorher nicht machen konnte, da ich das Masterschwert nicht hatte. Ich glaube, das kann man noch, glaube ich, nur mit dem Masterschwert, ich weiß es nicht. Soll das eine Leiter sein oder eine Treppe? Ich tippe auf Leiter. Ja, komm, geh weg. Und ich werde da unten die ganzen Höhlen nicht durchsuchen. Das finde ich ein ganzes Wirrwarr. So. Und ich brauche eine ganz kurze Unterbrechung. Also, ganz kurzen Schnitt. Bis gleich. So, und es geht auch direkt weiter. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, für die Unterbrechung kriege ich jetzt Lags. Und ja, bevor ich jetzt den Zauber oben hole, und ich noch fix was anderes. Es sieht jetzt doof aus, was ich mache, aber es funktioniert. Normalerweise braucht man hier den Umhang, den ich aber noch nicht bekomme. Glaube ich. Den kriegt man auf dem Friedhof. Ich mach's auf meine Art. Es hat bisher immer funktioniert. Lacht wegen mir. Und ich leg los. Ja. Wichtig ist es hier, möglichst nicht hängen bleiben, einfach durchrennen.
Man sollte zumindest eine Fee dabei haben. Und ja, ich werde sterben. Zack. Ja, warum ich das so mache, ganz einfach. Ich habe nachher keinen Bock mehr da hochzurennen. So erspare ich mir das. So, und jetzt nur ganz schnell das Ding hochheben und durch. Zack. Und wir hätten den Birnerstab. Der Birnerstab ist derbe geil. Ich liebe ihn einfach. Und dann zeige ich ihn einfach mal. Wenn wir ihn aktivieren, sind wir geschützt von allem. Und also macht der Lichtfunken, der da rumfliegt, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht, Schaden. Das heißt, jeder, der mir zu nahe kommt, kriegt erstmal Schaden. So, das wollte ich eigentlich noch fix holen. So, und dann gehen wir nochmal hoch. Eine Biene, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wie kann ich die eigentlich. Die kann ich auch fangen, oder? Ja. Habe ich jetzt echt. Biene. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, da unten war nur eine Feenquelle. Die Biene, die greift, wenn ihr sie gefangen habt, die Gegner an. Finde ich eigentlich unnötig, deswegen lasse ich die frei. Das arme Lebewesen. Und das sind immer noch die zwei. So. Ob es einen schnelleren Weg hier hoch gibt, keine Ahnung. Aber hier gibt es auf jeden Fall das hier. Ja, was das heißt, steht hier drin. Haltet das Masterschwert, ja, doch nur mit Masterschwert, hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Das Luftmedaillon. Und ich würde sagen, das testen wir auch direkt mal. Wie es aussieht, habt ihr jetzt gesehen, was es bewirkt nicht. Komm, hier wird doch wohl irgendwo ein Gegner sein. Nee, du nicht. Da! Ihr seid die zwei Glücklichen. Sie werden zu Eis. Das ist doch cool, wenn sie Eis sind, ne? Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich hier machen wollte. Dann fliegen wir zurück in die Stadt. Nee, dahin. Ich muss ja wieder in die Schattenwelt. Und ich würde sagen, ich schneide das raus, wie ich dorthin laufe. Ihr habt jetzt den Weg gesehen, wie man dorthin kommt. Und wir sehen uns an dem Gittertor des vierten Dungeons wieder. Denn dort habe ich mich auch das letzte Mal teleportiert. Also. Bis dann. Hi Leute. Ja, ich wollte euch nur kurz noch was zeigen. Das hänge ich noch an das andere dran. Und zwar hier, wo die Hexe ist, ist ein Händler. Und ja, das kaufe ich mir jetzt gerade. Und ja, nur ganz kurz. Denn hier oben gibt es noch was zu holen. Und zwar. Oh, Moment. So, das Gepiepe ging mir gerade auf die Nerven. Gibt es hier auch noch ein Medaillon? Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und ich glaube, sonst gibt es hier oben nichts. Und zack. So, dort, wo die Zoras eigentlich sind, geht ihr hin, holt irgendetwas und wirft es in den Steinkreis rein. Und dann kommt ein Fisch, der dich erstmal total dumm anschnauzt. Du hast dich aus einem schönen Traum gerissen. Nimm diesen, verschwinde wieder. Dö-dö-dö-düm. Das Erdmedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und die lähmt die Gegner. Und auch hier wieder kurz zeigen. Und zack.
Ja. Das war auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Also, bis zur nächsten Folge.